Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir von New Super Mario Bros. U für die Wii U. Und ich habe mich schon beim Titel verhaspelt, ist aber auch, naja, so. Also wieder ein Mario-Spiel auf jeden Fall. Und ich habe hier schon mal angefangen, da hatte ich mal so zum Testen. Und ich war kläglich schlecht, aber egal. Oh, und hier oben gleich mit Werbung, ist ja richtig schön. Das freut mich ja. So, ich muss A drücken, um hier... Ich muss A drücken? Hallo? Ich möchte gerne neu anfangen. Geht das nicht? Ach, ich muss da... Ah, ich muss hier natürlich... Gamepad. Ich kann hier natürlich... Abenteuermodus? Was ist denn das? Ja, ich habe ja nicht viel Möglichkeiten. Ich muss ja nur A... ich kann ja nur Ja wählen. So. Okay. Gut. Oh oh. Gar nicht gut. Ja. Okay. Oh Gott. Bowser hat bestimmt wieder die Prinzessin entführt. Wetten? Aber naja, gut, die Story in einem Mario-Spiel zu suchen, ist ja auch irgendwie sinnlos. Ist ja eigentlich immer das Gleiche. So, aber wir müssen natürlich wieder Peach retten. Und das, da machen wir uns gleich drauf und dran an diese Aufgabe. Und anfangen tun wir natürlich nicht dort. Nein, wir fangen an. Was sind das für Kristalle? Die sehen ja auch nicht schlecht aus. Wir fangen an bei... nee, da auch nicht. Hier vorne, im Eichenhain. So, na dann, gehen wir da mal hin. Und jetzt muss ich mal gucken, mit A komme ich da rein, ne? Ja. Das ist ein bisschen blöd, das Gamepad ist so hinter dem Mikrofon, das muss ich immer so hochhalten. Ich kann auch nur auf dem Gamepad spielen, das geht auch. So, ich muss mal gucken. Oh, das ist schon Goomba. Nanu, ich bin zu schlecht. Nein! Ich fass es nicht. Es ist natürlich. Es fängt ja gut an. Ich muss mich erstmal. Overtüre im Eichenhain. Ich muss mich erstmal in die Steuerung hier reingewöhnen. Warte mal, das ist schnell laufen, ne? Ich möchte aber auch. Warte mal. Das ist alles. Nee, das ist schnell. Ich möchte gerne springen, ohne schnell zu laufen. Wo geht denn das? Ah, so. Okay. Nee, ist aber gut so. Wenn ich so mache, dann... Nee, das sind ja... Okay, egal. So, jetzt erstmal hier. Hops, oh, ein Pilz. So, gut, wir spielen übrigens in 720p, weil meine Karte leider nicht 1080p aufnehmen kann. Also 1080i würde noch gehen, aber das sieht scheiße aus. Kann ich da rein? Nee. Kann ich hier rein? Hat? Kann ich hier rein? Nein. So, jetzt waren wir ein bisschen besser als beim ersten Versuch. Oh, ho, ho, ho. Warte, da gibt es einen Trick. Man muss hier drauf. Ja, und da muss man so genau nicht runterspringen. Nanu. So gleiten. Ist hier was drin? Tatsächlich. Hey, da ist was drin. Na, schauen wir mal. So. Ups. So, ich hoffe, die Lautstärke vom Spiel passt. Ich habe da jetzt irgendwie gefühlte... Oh, ich kann mich ja da dranhängen. Stimmt ja. Ah, das ging ja. Hier, also hier, wenn man jetzt, ne, sich geschickt anstellt, kann man sich hier dranhängen. Wenn nicht, dann nicht. Ich stelle mich gerade ungeschickt an, aber egal. So,
So, also an, genau so an Wände kannst du dich dranhängen. Nanu. Oder da auch mal durchlaufen. So, also da durch die Röhre. Gucken wir in die Röhre, ist auch nicht schlecht. So, sonderlich hoch kommen wir damit natürlich nicht, aber naja. Das war ja wunderbar, bin ich genau zwischen den Gumbas gelandet. Muss man mir auch erstmal nachmachen. Oh, da kriegst du gleich einen neuen. Aber ist hier irgendwas? Das ist die Frage. Außer Münzen. Nanu. Toll, ich will da eigentlich rauf. Ah. Ich habe da oben was gesehen, bloß wie komme ich da denn jetzt hoch? Hm, keine Ahnung. So, okay, hier komme ich anscheinend nicht hoch. Da muss ich doch irgendwie hoch. Ah, nein. Ach, scheiß Goomba. Habe ich den komplett übersehen. Das war natürlich sehr schlau von mir. Warte. Kann ich nicht rein? Da kann ich aber... Oh, durch. Was war denn das? Was ist denn hier? Das ist ja toll. Da hinten waren auch noch Münzen. Warte mal. Aber ich habe schon mal die ersten beiden Sternmünzen. Das ist doch schon mal was. So, jetzt noch die dritte kriegen. Hops. Und vielleicht nochmal das Monop hier vom Münzenring. Nein. Verdammt. Hey, geschafft. Yeah. Ach, ist ja gar kein One-Up. Egal. Ich will mich ja nicht beklagen. Und verzagen, sondern, keine Ahnung. Ah, okay, warte, hier wird mir gesagt, wie ich... So. Ja, jetzt muss ich bloß noch da richtig hochkommen. So geht das, genau. Da kann man in diese Röhre nämlich rein. Und da ist doch bestimmt was Tolles drin. Da habe ich eine Münze verpasst, aber egal. Eine Sternmünze, yeah. Davon muss mir drei sammeln in jedem Level. Oben links sieht man auch, wie viel ich schon habe, nämlich alle. Ups, was war das? Wollte ich gar nicht. Hätte aus Versehen so einen Stammsprung gemacht. Wie ging denn der? Nee. Nee, so ging der auch nicht. Komisch. So, jetzt kann man noch hier rüber. So, und ganz oben landen und einen One-Up kriegen. Yeah! So, Level beendet. Yeah, und noch 57 Ticks hätten wir Zeit gehabt. Sind nicht ganz Sekunden, ist ein bisschen weniger. So, ich kann die auch auf dem Pad spielen. Das ist ganz, ist eigentlich gar nicht schlecht. So, gehen wir mal hier rein. Brauche ich das Mikro eigentlich nicht so komisch hier hinstellen, sondern kann einfach auf dem Pad immer spielen. Das denn so nebenbei laufen lassen, die Aufnahme irgendwie. Aber ich weiß nicht. So. Hm. Mal gucken. Ob mir da was Gutes einfällt. So, oh. Hohoho, was ist denn hier? Oh, noch eine Feuerblume. Brauche ich aber nicht. Hätte ich, glaube ich... Nein! Okay, ich brauche sie doch. Scheiße. Brauche ich nicht, habe ich doch gesagt. Wie man sieht, brauche ich sie überhaupt nicht. Oh. Weil ich hatte ja schon eine. So. Da war er tot. Blödes Drecksvieh. So. Das da unten ist doch bestimmt auch für irgendwas gut. Ich gehe da mal hin. Warte. Geht's hier irgendwie weiter? Nee. Ist wirklich nur Münzen. Okay. Ging ja nochmal der Stammsprung. Nee. Sag mal, was habe ich denn hier für Knöpfe? Ach so, einfach nach unten drücken. Natürlich, natürlich, mit dem Control-Stick. Ist doch logisch. So, vorsichtig. Wow, hier passiert nämlich irgendwas. So, hups. Oh, auch nicht schlecht. So, den Sprung wollte ich eigentlich gar nicht machen.
Okay, so geht also der Stammsprung hier vielleicht nicht so günstig gewesen gerade. Yeah, Münzen, Münzen. So, rutschen, 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 rutschen. Und yeah. Nein, nein, was, das wollte ich gar nicht. Ach Mann, ey. So, was ist denn heute los? Das ist einfach eine Katastrophe, so. Das, da geht doch da rein. So. Falschen Knopf gedrückt. Das ist doch unfassbar. So, jetzt bitte nochmal. Also, hier ist eigentlich ein Pilz drin. Und dann kriegt man da drin die Feuerblume. Na nu, jetzt. Ach, Mann. Das ist doch. Fängt doch einfach gut an. So, Feuerblume. So, jetzt töten wir die Gumbas gleich mal. Und die da auch. So, ich glaube, das hatte ich schon getötet, ne? Hier unten hoffentlich jetzt auch schon. Ja, ich glaube. Nanu. Nein! Verdammt, ist er gerutscht. Apropos rutschen, hab's. Nur Münzen, okay. Was ist hier drin? Ah, eine Feuerblume. Kann ich ganz gut gebrauchen und diesmal mache ich den Fehler nicht. Nochmal so. Hier rüber und es ruckelt irgendwie ein bisschen. So. Okay. Ist ja gar nichts Sinnvolles drin. Nein, nein, vorsichtig. Nein, Mario, nein. Ah, puh. Da wollte er da fast runterfallen. Ich fasse ja nicht. So, warte, da ist eine Feuerblume drin, aber sonst. Hast du hier vielleicht. Ah, eine Röhre, da wo ich rein kann. Yeah. So, und hier ist ein Pau-Block. Was? Y? Wo ist denn Y? Da ist Y. Und jetzt? Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Aber für mehr als Münzen ist das auch nicht gut hier, ne? Ich glaube nicht. Ist noch was drin gewesen? Wow, noch eine Blume. Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Okay. Gut. Na dann geht's weiter, würde ich sagen. Blödes Vieh. So. Blödes Vieh. Da unten kann ich bestimmt auch rein. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, dann doch nicht. Warte mal, das sieht so aus, als könnte ich... Ah, aha. Da oben lang. So, Moment, wo komme ich denn da hin? Was, mehr ist da nicht? Oh, warte, halt. Jetzt, komm doch mal da rauf. Na also, hahaha. Hier ist noch mehr. Wo komme ich jetzt raus? Hier, aber ich habe bisher noch keine Sternmünze gefunden. Ich will die auch noch finden. Nein! Ah, oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch unfassbar. Wie kriege ich das nur immer hin? Da zu sterben? Das gibt's doch gar nicht. Das kann sich ja noch ewig hinziehen, wenn ich noch so weitermache hier. Nein! Oh, diese Dreckspflanze, ey. Ja, Mario, du bist tot. So, okay, machen wir halt nochmal. Also jetzt bitte mal ohne zu sterben. Das wäre ja mal ganz toll. So, diesen Pilz möchte ich jetzt gern bekommen.
So, na also. Nein! Ach. Mann. Oh, warte mal. Halt. Interessant. Interessant. Wo komme ich denn hier hin? Muss doch noch mehr sein. Ist aber nichts. Nö. Ist nix. Komisch. Ach so, ach. Ach, gucke mal. Die Röhre schießt mich weiter. Okay, verstehe. Gut, jetzt habe ich die Sternmünze. Da ist ein Dings drin. Ist ja ganz famos. Hier muss ich nach unten. Frage ist nur wie. Oh, ach gucke mal an. Guck mal einer an. So geht das also. Ha! Hier ist bestimmt auch nochmal. Ach guck mal, eine Sternmünze drin. Yeah! Oh. Ach cool. Ach, ist das nicht toll. So. Jetzt haben wir aber alle Sternmünzen. Jetzt gehe ich mal zum Ende. Nein, ach verdammt. Nein, vorsichtig. Jetzt renn richtig. Mario, genau. So, und jetzt zum Ende. Hops. Na also, da hinten waren noch Münzen, aber die sind mir gerade egal. Warum ruckelt das hier so? Normalerweise hatte ich das noch nie, dass es hier ruckelt. Das muss wahrscheinlich tatsächlich an, hier dran liegen, am Dings. Entweder liegt das an der Wii U oder es liegt hier an der Aufnahmekarte, das weiß ich nicht. So, hier ist ein Pilzhaus, warte. Oh, was ist da los? Die Flaggen haben sich ein bisschen verändert. Ich finde ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber, weiß nicht, das gibt den ganzen so einen bösen Touch, weißt du? So. Na gut. Wähle einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Hoffentlich erwischst du keinen Bowser. Okay. Gut, wo ist denn Bowser? Warte, das merke ich mir mal. Okay. Gut, also hier. Hier, halt. Und da ist der Bowser. Na gut. Ja. Hahaha. Das hat sich ja echt gelohnt. Klasse. Yeah, ein Stern und ein Pilz. Yeah. Ach toll. So, na gut, dann. Okay. Da wird das Inventar aufgerufen. Das ist natürlich ganz praktisch. So, dann gehen wir mal ins Schlösschen rein hier. Hinein. So. Risiko im Ritzelturm. Ach, das kennen wir ja noch. Da war ich auch schon mal. Ich weiß aber noch nicht, wo hier alle Sternmünzen sein sollen. Da muss ich auch noch mal gucken. Hier ist zum Beispiel gleich mal eine. Nanu. Ja, wieso? Wie springt der denn richtig? Ach so, einfach. Oder auch nicht, einfach. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ich bin verwirrt. Nee, jetzt geht's zum Beispiel nicht. Ach so. Ah, ich muss erst. So, jetzt geht's. Ah, verstehe. Okay, jetzt haben wir's. Aber er muss erst runterrutschen da. So, Eisblume. Yeah, Eisblume. So, Y plus ZR. So, da ist es tot. Und weiter geht's nach oben. Da ist der Münze. Münze, Münze, Münze. Ist immer ganz gut. Bringt uns jetzt aber nicht sonderlich weiter, um ehrlich zu sein. Da sind auch nochmal Münzen. Warte, hier ist noch eine Eisblume. Hier muss auch irgendwas sein. Nicht? Okay. Warte, hier ist bestimmt noch was.
Doch nicht? So, das ist auch kaputt. So. Das ging da drüber, na sowas. Nein? Was war das denn? Das war ja auch sehr schlau. Ich muss mich in diese Steuerung noch richtig rein... Oh. Ach, gucke mal, was ist denn hier? So. Aber leider nichts wirklich Hilfreiches. Ich vermute, hier hinten ist noch eine Sternmünze. Okay. Frage ist, wie komme ich da hin, ohne zu sterben? Das ist eine gute Frage. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich muss ja schon... Au, das gibt's doch gar nicht. Wie soll man denn da hinkommen? Muss ja irgendeinen Trick geben. Jedes Mal, wenn ich da runterkomme, dann springe ich direkt in diesen Dings da rein. Vorsichtig, so, halt. Okay, das geht so aber auch nicht. Wie geht das dann? Das ist hier die Frage. Jetzt hat er es wieder nicht geschafft zu laufen, verdammt. So, ich muss irgendwie laufen und dann springen. Dann lande ich da schon irgendwie drin. Bin ich mir eigentlich recht sicher, dass das gehen muss. Aber das Problem ist, ich springe da immer gegen und dann springe ich hier runter und sterbe natürlich. Das gibt's nicht, der ist immer an der gleichen Stelle da unten. Das ist ganz komisch. Aber wie komme ich da hin? So, ich muss das Pad mal hochhalten, damit ich auch die Knöpfe hier sehe. So, das ist alles ein bisschen doof. Oh, so, okay. Halt. Also die erste Sternmünze ist ja kein Problem. Die zweite ist halt ein bisschen doof. Also kein Problem ist natürlich auch relativ. Wenn man denn das Springen hinbekäme, wäre das natürlich ganz praktisch. Jetzt auf einmal krieg ich es wieder hin. Ich verstehe es nicht. Na gut. Und Pilzen, Pilzen, Pilz. So. Kein Pilz. Aber auch ganz nützlich eine Münze. So. Gut. Wie komme ich da hoch? Ne, hier ist ja gar nicht. Hier ist es ja nicht. Ist ja woanders. Warte. So, Moment, Moment, Moment. Das ist hier auch nicht. Das ist woanders. So, Moment. Hier oben ist es. So, die tot zu machen macht ja auch nicht viel Sinn, weil die stehen ja wieder auf, diese Knochentypen. So. Die Frage ist jetzt, wie kommt man da hin? Oh. So, jetzt habe ich die wenigsten nicht. Naja. Aber es nützt mir auch nichts. Wie kriege ich die jetzt dazu? Verdammt. Nee. Also das Einzige, was mir passiert, ist, dass ich immer genau dagegen falle. Aber wie kriege ich diese bekloppte Sternmünze? Oh. Ach, das geht auch. Gut. Ja, keine Ahnung. Ich bin ratlos. Hier werde ich wieder groß. Das hilft mir auch nicht weiter. Nee. Wie kriege ich diese Sternmünze? Sag mir das mal einer. Oh, Münzen. Münzen. So. Ups. Was ist hier drin? Oh, Eisblume, Eisblume. Kann ich ganz gut gebrauchen. So, vorsichtig, Alter. Hier ist aber ganz schön was los, ey. So. Moment. Wow. So. Halt, halt, halt. Hier ist doch bestimmt was drin. Siehst du? Ah, scheiße. Nein, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber ich fange ja beim Kontrollpunkt an. Na, wunderbar. So. Also, Risiko im Ritzelturm. So, das fängt ja heute sehr gut an immer. Wie man ja sieht.
Gut, einen Pilz brauche ich da nicht, weil wenn ich zerquetscht werde, werde ich zerquetscht. Da nützt mir auch ein Pilz nichts. Das darf doch gar nicht wahr sein. Ich bin so schlecht, ihr werdet euch bestimmt total totlachen über meine... weil ich so unfähig bin und ich bin noch nicht mal bei den schwierigen Leveln. Jetzt bin ich noch bei den einfachen. Mein Gott, aber ich werde schon irgendwann nochmal richtig reinkommen, glaube ich. So, ich habe auch ewig kein 2D-Mario mehr gespielt. Muss ich auch zugeben. So, ich muss... Nee, ich muss schon hier hin. War schon nicht falsch. So, Moment. Und zwar muss ich dann hier rein. Und dann hier hoch. Hier hoch. Nein, hier rauf und da hoch. Und da rein, genau. Oh, eine Röhre. Ah! So, das ist jetzt auch die letzte Sternmünze. Das heißt, ich kann jetzt einfach zum Ende durchgehen. Warte mal, hier gibt es einen Trick. Wenn man jetzt den richtigen Knopf noch drückt. Ja. Ich muss mich da echt noch richtig rein. So, hier wäre noch eine Feuerblume. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und hier ist nichts. Gut, dann gehen wir mal zum Bösschen. Zum Boss des Schlosses. Und schauen mal, was uns dort... Ein epischer... Oh, das geht ja schon los. Ein epischer Bosskampf. Nanu. Oder mehr oder... Au! Mehr oder weniger episch. So viel zum Thema draufspringen einfach. Hilfe. Na jetzt. Na also. So. Mein Gott. Mario sehr klein. Na egal. So. Ach ja. So winzig, dieser Mario. So, was ist jetzt? Oh, im Miiverse kannst du deine Spielerlebnisse und Gedanken mit anderen Spielern teilen. Du kannst zum Beispiel Beiträge posten, wenn du im Level immer wieder scheiterst. Okay. Bla 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 bla. Jetzt nicht. Warum kann ich nicht Nein auswählen? Na egal. So, speichern. Ja, natürlich. Okay, speichern beendet. Ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Wir sehen uns... Oh, warte mal. Das nehmen wir noch mit. Ach scheiße, das wird ja eh nicht gespeichert, so Mist. Na gut, ich denke mal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann nehme ich das nochmal mit. Und dann, ja, werde ich mir wahrscheinlich auch nochmal eine Sternmünze irgendwann holen. Wenn ich weiß, wie es geht. Vermutlich brauche ich dafür dieses Flugdings. Was ich gerade bekommen habe. Warte mal. Halt, ich gehe da mal rein. So. Ich wollte gerade mit den Dings reingehen, mit den... Dann mache ich das jetzt mal schnell. Ich hoffe, danach kann ich Ich bin ja blöd. Halt, warte. Kann ich irgendwie raus? Halt, wo ist denn hier... Das ist Power. Beenden. Manchmal beenden. Was passiert da? Zur Karte, natürlich. So, ich bin ja blöd. Ich muss ja zuerst halt... Inventar... So, das Ding hier. Kann ich da draufklicken? Ja. Okay. So, und dann hier rein. Das geht nicht mit Klicken. Egal. So. Touch-Steuerung ist noch ein bisschen... Naja, ich weiß nicht. So. Also, das Ding brauche ich jetzt. Ich darf es bloß nicht... Die habe ich schon, die Münze. Deswegen ist die auch grau. So, ich darf nicht die Eisblume nehmen, weil ich brauche ja dieses Flughörnchen hier. Zumindest jetzt noch. Gleich nicht mehr, aber... So, jetzt brauche ich es gerade noch. Weil ich ja, wie gesagt, an diese Sternmünze irgendwie rankommen muss. Egal. So. Oh, ups. Na dann lauf weg, genau. Das ging so, genau, okay. Gut, dann... Ups. Einmal darüber. Das war doch hier, ne? Hahaha, genau so geht das nämlich. Das bringt es jetzt auch voll.
So, jetzt muss ich bloß bis zum Control-Punkt kommen. Oh, die brauche ich ja gar nicht. So, egal. Hey, ich bin doch da durch, egal. So. Ich brauche diese, ich will diese Münzen gar nicht haben. Ah, Control-Punkt. Und jetzt noch bis zum Ende kommen und dann habe ich das auch. Münzen. So. Ach, verdammt. So, die letzte nicht gekriegt. Egal. So. So, Moment. Ah, nee, hier ist richtig. Okay. Das war nicht so ganz richtig. Ah, nee, ich kann ja hier auch lang. Hä? Jetzt? Ich bin zu... Jetzt geht's. Da darf man wieder nicht... Ich muss mich da erst... Jetzt, die will ich ja eigentlich gar nicht. So, jetzt wollte ich euch auch mal nochmal das hier zeigen. Nee, jetzt... Ja, genau das wollte ich euch zeigen. Warum lässt er das denn... Ach so, ich muss Y loslassen natürlich. Ist doch klar. So. Jetzt kommen wir mal da hoch. Hallo? Na jetzt. So, warte. Hier war noch was. Genau. Also ich lasse mal die falsche Taste los. Ich dachte mir, lass mal ZR los. Aber nee, das war doch die falsche Taste. So. Hm, komisch. Na gut. So, das gleiche nochmal. Ich hoffe, ich kann danach dann trotzdem nochmal speichern. Ach, ich kann ja auch... Aber das bringt nicht so viel wie draufspringen, glaube ich, wenn ich dann mal treffe. Vorausgesetzt. So, ha! Ich werde schon besser. Da, ohne Schaden zu nehmen, ja? Das muss mir erstmal einer nachmachen. War ja auch sonderlich schwer. Pfeh. Na gut. Ja, kann ich jetzt speichern? Kann ich jetzt speichern? Bitte lass mich... Ja, ich kann speichern. Okay, wunderbar. Dann speichern wir mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt aber wirklich. So. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Und so. Und wenn es euch gefallen hat, einfach die nächsten Folgen angucken. Die werden bestimmt auch ganz toll. Hehehe. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das müsst ihr entscheiden. Ich kann das selber nicht beurteilen. Naja, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.